Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Civ 6. Wir sind wieder hier bei Perikles und den Griechen und ich will dieses Hub runterkriegen. Kannst du da runtergehen? Kann ich dich da runterlegen irgendwie? Ach Gott, blödes Ding. Ha. So geht's. Entschuldigung. Kleine technische Probleme. Ich überlege gerade, ob ich das dann rausschneiden soll, aber wahrscheinlich eher nicht. Ja, wir sind gerade dabei, unsere vierte Stadt zu bauen. Da drüben ans Kaspische Meer. Wie schon gesagt, wir haben ja das Spiel begonnen mit auf der Erde mit dem waren Startplätzen, war vielleicht keine so kluge Idee, weil wir da jetzt ziemlich eingepfercht sind zwischen Rom und Frankreich und Ägypten und Indien und China haben wir da auch noch relativ nah bereits. Naja, so nah dann auch wieder nicht. Auf jeden Fall, oh, da drüben ist schon was. Ist das schon eine chinesische Stadt? Schaut zumindest nach irgendwas aus. China, ja. Arg. Soweit hat sich der schon vorgewagt. Naja, wobei schwer zum Sagen. Sieht man da das? Ah, diese Karte ist echt schlecht gezeichnet. Oh. Wir haben. Ah, genau. Wir haben noch keinen Dings, wir haben noch keine heilige Stätte. Der. Johannes der Täufer ist ein bisschen doof für uns. ja, kann man nichts machen. Oft hast du Pech. Ich weiß schon wieder. Ich weiß schon wieder. Aufrüsten. Oh. Du baust jetzt da mal eine Stadt her, sicherheitshalber. Du greifst mir mal den Typen da an. Auch sicherheitshalber. Ein Kupferfeld, das ist schön. Da ist noch ein Hopli, der nichts zu tun hat. Der bleibt einfach nur da. Du machst auch nichts weiter. Wir brauchen Wohnraum in Korinth. Wir brauchen aber auch diese ganzen Zentren irgendwie. Sonst können wir gar nichts mehr machen. Ja, was machen wir in Eritrea? Bauen wir Stadtmauern als erstes vielleicht sogar? Nein, Kornspeicher. Wassermühle natürlich. Wassermühle ist gut. Wassermühle ist gut. Schauen wir mal. Noch mögen uns irgendwie alle. Das ist strange. Also ich habe, muss man dazu sagen, nebenbei ein anderes Spiel gespielt. Da habe ich die Sumerer gespielt. Die haben einige interessante Eigenschaften. Ja, ich fürchte, du musst noch warten. Du heilst
Lager. Du hier. Schieß doch bitte auf diese Bogenschützen. Schade, sie haben es überlebt. Oh, aber echt knapp. Wie viele Lebenspunkte haben die jetzt? Kann ich das irgendwie feststellen? Nein, aber sehr viel können sie nicht mehr haben, so wie der Balken ausschaut. Mhm. Unser Papa ist weg. So. Hast schon recht. 27 Schaden hat der die halbe Portion gemacht. Gibt's das? So, du mach ihn kalt. Der kann nicht mehr viele Punkte haben. Mhm. Wartest. Auch. Vielleicht sollte ich versuchen, Karthago zum Freund zu machen. Was? Nein, ich. Ach Gott. Die Steuerung ist so elend. Ich kann nicht den Krieg erklären. So, stell ich da mal her. Erobert schon. Bautechniken verhelfen, bla 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 bla. Ah, okay, das ist irgendein Bonus, den ich sowieso haben wollte. Schaffe mit dem Herzen, baue mit dem Geist. Ich Bautechniker. Eine Inspiration. Finde ich gut. Und die Inspiration hat dazu geführt, dass Kabul einen weiteren Gesandten von uns gekriegt hat. Wir haben zwei Gesandte bei ihm. Der nächste seinen Gesandten hat, ist sein Vorgesetzter. Mhm. Mhm. So, schauen wir mal, was suchen wir. Diese Stadt, jetzt habe ich alle Sachen für die Stadtstaaten erfüllt, sehe ich gerade. Machen plus 5 Einflusspunkte, finde ich auch gut. Mhm. So, schauen wir mal. Was machen wir als nächstes? Eisenverarbeitung natürlich. Das ist nämlich schon ein Bonus. Unterschiedliche Spezialbezirke, das sollten wir eigentlich bald haben. Stadten. Oh, Stadtmauern. Oh, Stadtmauern sollten wir auch irgendwann mal bauen, vielleicht. 3 Minen haben wir schon. Mhm, auch Militärtaktiken haben wir schon. Na bitte, geht ja besser als ich dachte, die Forschung. Ja, das mit den Stadtmauern sollten wir hinkriegen. Du bleibst einfach stehen. Du auch. Nein. Ach Gott, du nicht. Geh weiter. Du bleibst stehen. Du heilst. Ansonsten blockierst eh nur alles. Ah ja, du kannst da drauf schießen. Finde ich gut. Du bleibst auch stehen. Und wir machen eine nächste Runde. Ja, das heißt, Frankreich gibt es bald nimmer mehr, wenn das so weitergeht. Ach Mist, das ist noch nicht recht. Dann benehme ich
ist der nächste, der angegriffen wird von den Wapplern. Wenn Brot die erste Notwendigkeit des Lebens ist, kommt Erholung ganz knapp dahinter. Okay, ja, das stimmt. Wir können einen Unterhaltungskomplex machen. Na, schauen wir mal. So, ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht so arbeiten soll, dass ich möglichst nur Republiken und solches Zeug baue. Aber schauen wir mal. Wissenschaftliche Punkte. Was haben wir neu gekriegt? Insule plus ein Wohnraum in allen Städten mit mindestens 2 Spezialbezirken. Na, das ist noch wurscht. So viele Spezialbezirke haben wir noch nicht. Wir haben noch nicht einmal einen pro Stadt. Geschweige denn 2. Das heißt, das werden wir nicht einbauen. So, plus eine Produktion, plus ein Glaube, plus ein Gold. Sollen wir den Glauben überhaupt noch weiter produzieren? So wenig, so schlecht wie wir Glauben produzieren. Vielleicht sollten wir irgendwie was anderes. Nochmal plus 50% auf die Produktion von Siedlern und gleich noch eine Stadt hinzaubern. Na, das dauert noch, bis die mit den Sachen fertig sind, bis wir die nächste Stadt bauen können, dauert das noch eine Weile. Handwerker schon eher. Wunder. Ach, für Bezirke wäre es super, wenn ich einen Bonus kriegen würde. Kosten. Na, das ist auch nicht schlecht. Ich will dann noch irgendwelche Wunder gleich daneben bauen, neben dem Bezirk. Lassen wir das so, wie es ist. Hoplit, du bleibst stehen. Du bleibst stehen. Du bist einen Schritt weiter. Ja, du musst noch warten. 9 Runden noch. Ich weiß, das dauert urlange. Euer Versprechen gehalten. Ihr habt euer Versprechen nicht in der Nähe Siedlung gegenüber dem Indischen Reich erfüllt. Das werden wir gleich wieder brechen, indem wir die nächste Stadt gleich wieder ihm vor die Nase setzen. So, schauen wir mal. Was gibt's denn da noch hinten? Das müssen wir wohl planen. Was wir als nächstes machen, vor allem wir haben jetzt überhaupt keine Boni mehr da. Gründe deine Religion. Na gut, den Bonus werden wir hoffentlich in nächster Zeit kriegen. Das werden wir nicht kriegen, nehme ich mal an. Werde zum Ziel einer Kriegserklärung. Ja, das könnte auch schneller gehen, als man denken würde. Baut ein Lager. Wozu brauchen wir die alle? Wir wollen... Okay, da ist die Monarchie. Was gibt's dann noch? Die Handelsrepublik, das wollen wir. Einfach weil es cool klingt. Und weil es 2 Bonus-Dinger, 2 Joker-Dinger hat. Das ist sehr vielseitig, glaube ich mal. Baut 2 Karavellen. Na gut. So, was haben wir da? 4 Handelswege. Mittelaltermärkte. Um dorthin zu kommen, müssen wir noch einiges erledigen. Feudalismus brauchen wir dafür. Söldner brauchen wir dafür. Um Feudalismus zu machen, brauchen wir Verteidigungstaktiken. Aber öffentliche Verwaltung brauchen wir nicht, oder? Nein. Eigentlich nur Verteidigungstaktiken, die Militärausbildung, Feudalismus, Mittelaltermärkte, Söldner und da können wir es schon bauen. Na gut, was brauchen wir da? 8 Landeinheiten, das könnte man schaffen. 4 Handelswege, das könnte schwierig werden. 6 Bauernhöfe genauso.
Medizinern eine Kriegserklärung, das wirklich nicht werden könnte, aber leicht passieren. Machen wir mal das als erstes, Militärausbildung. Erstens gibt es uns einen Gesandten und ich will sowieso möglichst schnell einen Gesandten haben wieder. Erster Schritt Richtung Handelsrepublik. Dann schauen wir einfach 8 Ladeneinheiten. Das sollte man schon irgendwie hinkriegen. 6 Bauernhöfe könnte tragisch werden. Wie viele Bauernhöfe habe ich denn schon? Ich habe. Na, das ist kein Bauernhof, oder? Das nennt sich. Plantage. Plantage, Plantage. Da ist ein Bauernhof. Wow, ein ganzer Bauernhof. Aber da sind noch Gebiete, wo man Bauernhöfe locker hinsetzen könnte. 1, 2. Da ist auch noch ein wunderschönes Bauernhoffeld. 3 sind dann 4. 5 mit dem hier. 6, wenn wir es noch daher zum Beispiel bauen. Hm. Dazu bräuchten wir 2 Bautrupps. Oh. Achso, nein, das ist blöd. Das ist nicht in meinem Gebiet. Was wir auch machen könnten, wäre das letzte hier bauen, weil ich glaube, Feudalismus bringt was, wenn 3 Bauernhöfe nebeneinander stehen oder so. Achso, nein, warte mal. Hm. Blöd. Dass wir das dann nicht bauen, sondern da die 3. Ah, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Nee, das ist aber nett, dass der da nur schießt, anstatt auf den Römer zu schießen. Der Idiot. Naja, sicherlich nicht notwendig, gegen seine Feinde vorzugehen. Ach weh. Computer ist schon ziemlich dämlich. Okay. Das braucht man nicht, dass sich der da jetzt herstellt. Da wollte ich hinfahren, gerade mit meinem Typen. Komplett, du machst nichts. So, wie ist denn das mit dir? Triffst du den von hier? Mann. Du sollst halt hingehen, du Idiot. Ach, weh. Müssen wir fast angreifen. Nachdem sich der wahnsinnige Bogenschütze in Gefahr begibt. Stehen. Du gehst da halt rauf, nachdem sie da unten den Weg versperren. Auch nichts, Johannes der Teufel. Das ist sogar gar nicht so schlecht, der Ort, wo der Johannes der Teufel ist. Wir sind da ja mehr oder weniger in der Levante. Jetzt in einem Zweistromland. Ich meine, wir müssten ein Stück weiter rüber gehen. Und schon wäre er dort, wo er wirklich gewirkt hat. Hihihihi. Dieses Lager macht mich nervös. Wir sollten schnellere Produktion haben. Ihr habt zu wenige Truppen. Lebt ihr nicht in ständiger Angst? Was redest du da? Was heißt, wir haben wenig Truppen? Idiot. Du hast ja keine Ahnung. Ja, klar. Du hast schon recht. Der hat's verdient. Warum rennt er auch da drüber? Huch. Alles hat seine Grenzen. Aus Eisenerz kann man kein Gold machen. Nicht ganz unrecht. Dazu bräuchtest du eine Supernova, dann kannst du aus Eisen auch Gold machen. Hm. Schwertkämpfer. Okay, ziehen wir uns wieder zurück. Oder bleiben wir da oben? Dann könnte man nämlich den Krieger zu einem Schwertkämpfer ausrüsten.
wir sind nicht weiter. So, du gehst mal in die Richtung. Du gehst in diese Richtung. Schauen wir mal, ob sie uns nachkommen. Ich fürchte fast. Vielleicht der Hoplit zurückbleiben. So, was machen wir als nächstes? Irgendwie ist bei der Forschung besser mit den Boni kriegen. Die Spezialgebäude haben wir bald, haben wir gesagt. Die Stadtmauer machen wir auch noch. Die drei Bogenschützen brauchen wir auch noch. Dann machen wir Ausbildung, oder? Schaut gut aus. Dann können wir Werkstatt und Industrie bauen. Und wir sind dann, fürchte ich, im Mittelalter. Aber ist vielleicht eh besser so, weil dann kriegen wir neue Aufgaben für unsere Stadtstaaten. Ja, ja, kommt's nur nach, habt schon recht. So, dieser Hoplite bleibt stehen. Ich überlege gerade, ob ich mit dem Hopliten darauf gehen soll. Platz machen soll für diesen Bogenschützen. Zurück Richtung Heimat. Du gehst da ein Stück weg. Sollte der da rüber gehen, kann ich ihn mit dem Bogenschützen angreifen. Sollte er daher gehen, kann ich ihn mit dem Bogenschützen auch angreifen. Passt. Wir haben also quasi eine klassische Win-Win-Situation. Argos braucht auch Wohnraum. Bist du irre? Wie viel kostet es denn, wenn ich Wohnraum kaufen würde? Einen Kornspeicher zum Beispiel. Stadtmauern kann man offensichtlich nicht kaufen. So, der Hoplit macht wieder nichts. Und der Heini hier macht aber jetzt Schießi Schießi. Take this, Idiot. So, du gehst da mal rein. So, wenn wir jetzt ein Stück weiter vorgehen. Ja, gibt's so keins auf dem Deckel. Passt, hey, das Lager ist leer. Schauen wir mal, ob der Speerkämpfer doof genug ist, auf den Bogenschützen loszugehen. Ja, dann schießen wir auf ihn und gehen mit dem Hopliten auch auf ihn los. Vielleicht haben wir Glück oder greift den Hopliten an. Müsste eigentlich einen Bonus gegen ihn kriegen. So, Wohnraum in Athen wird auch knapp. Ah, verbald ist der Hafenbezirk fertig. Oh, sie hätten gern mein Eisen für offene. Oh, warte mal.
ich hätte gern das. Warum gibst du mir nicht Seide für Eisen? Das macht meine Leute glücklich. Naja. Nicht gern. Andererseits brauche ich glückliche Leute. Ich weiß nicht, was glückliche Leute machen in dem Spiel. Offene Grenzen brauche ich auf jeden Fall von dir nicht. Aber mehr Geld. Wie viel gibst du pro Runde her? Mit 6 geht noch. Geht nicht mehr. Okay, 6 ist das Maximum. Schauen wir mal mit. Nein, nicht 150, 50. Noch zu viel. Was hältst du von 30? Noch zu viel. Aber abzusehen eigentlich, wenn er rechnen kann. 20. Ja, das wird er nehmen. Schauen wir mal. 25. Das nicht. Das auch nicht. Das schon. Nehmen wir an, was soll's. Geld ist Geld. So, das war's dann wohl mit Sargreif. Ich weiß nicht, ich finde das interessant. Der Einzige, der mich nicht wirklich mag, handelt mit mir, während die anderen das nicht tun. Finde ich nicht richtig. Ja, das war's wohl. Frankreich. War schön, dich kennengelernt zu haben, aber ich meine, du musst ja auch da rumrennen und die Barbaren umbringen anstatt. Der Hoplit macht noch immer nichts. Dieser Hoplit hingegen wird sich jetzt nämlich zurückziehen. Der Teufel macht auch noch nichts. Aber bald, bald. Schießen. Oh, das ist nett, der kommt nicht zu uns. So, dich rüsten wir aus zu einem Schwertkämpfer, damit sie nur ein bisschen gerüsteter. So, und dann haben wir gesagt, wir brauchen Stadtmauern. Das ist einmal das eine, was wir brauchen. Und nach dem, was ich hier sehe, was da in Bordeaux passiert, brauchen wir die sogar relativ flott. Oh, ein neuer Handelsweg. Vielleicht sollte ich lieber doch nicht einen Stadtmauer bauen, sondern einen Händler bauen. Was soll ich tun? Wie lange dauert ein Händler? Händler. 4 Runden. Händler. Ich sollte so viele Dinge tun. Händler wäre gut. So, du rastest dich für eine Runde aus, bis die da hier kommen, hoffentlich. Und wir machen nächste Runde. Bis ich dieses Lager zerstört habe, vergeht wahrscheinlich noch eine Ewigkeit. Mit 3 Truppen unterwegs und schaffst nicht, das doofe Lager zu zerstören. So, du machst noch Schnarchi.
So, folgendes. Ging ich aus dem Weg. Warte mal, ist da noch irgend so einer? Ach, super. Ah, da ist er doch noch gekommen. Und jetzt ist er im Offenen. Das heißt, ich mache noch mehr Schaden. Finde ich gut. So. Dieser Bogenschütze kann befördert werden, aber das machen wir erst, nachdem er uns angegriffen hat, der Wahnsinnige. Ja, dann sind wir wahrscheinlich auf irgendwas runter. Lebensmäßig. Und da kriegen wir nämlich Lebenspunkte auch dazu, wenn wir Beförderung machen. Grimpy benötigt mehr Wohnraum, um weiter zu wachsen. Ja, wer nicht. Katharina von Medici wurde besiegt. Naja, kann auch nichts machen. Die nächste Einheit machen. Achso, wir waren schon alle dran. So, eine Runde noch und dann hören wir auf für heute. Uah, das gefällt mir nicht. Ah, meine nächste Runde ist auch tot. Also jetzt. Stirb. Elender. Mhm. So, den Hopliten lassen wir mal wieder nichts machen. Ah, ich würde gerne auf den schießen. Andererseits will ich aber nicht den Hopliten dem Angriff aussetzen. Ah, ich bin so dumm, ich hätte schießen können. Ich Idiot, ich hätte nur daher gehen müssen. So, wir sollten uns vielleicht einmal diesen wunderschönen neuen Bezirk anschauen, den wir da gebaut haben. Schauen wir uns mal an. Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber... Da kann man keinen Typen hersetzen. In den Hafen. Der Hafen macht 5 Gold. Naja, auch nicht schlecht. Die Stadt genauer anschauen. Achso, ja, stimmt. Dieses Ding hier kann ich machen. Was kann dieser Hafenbezirk? Außer 5 Gold produzieren. Ah, da sieht man das. Der Hafenbezirk bringt 5 Gold. Und eine Handelsweg. Achso, deswegen habe ich einen Handelsweg gekriegt. Verstehe, ich glaube der Marktplatz, also der Handelsbezirk, den ich in Korinth baue, macht das eh auch. Finde ich gut. Okay. Naja. Okay, soll sein. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, meine Lieben. Schlaft gut und träumt was Schönes und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann.